Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Review stelle ich euch den HC 1500 fertig Gaming PC von Hyde Computers vor. Er ist derzeit einer der besten Gaming PCs in der Preisklasse bis 1600 Euro. Mit dem Computer kann man derzeit alle aktuellen Spiele auf Ultra-Einstellungen in Full HD oder auch WQHD flüssig spielen. Auch Gaming in 4K Ultra HD Auflösung ist mit diesem PC in einigen Spielen möglich. Auf dem PC kann man alle Spiele auf den höchsten Einstellungen flüssig aufnehmen und streamen. Mit dem HC 1500 kann man auch problemlos Videos in hoher Qualität flüssig schneiden und rendern bzw. auch aufwendige Bildbearbeitung betreiben. Daher ist der PC auch für YouTuber und Streamer geeignet, die ihren Zuschauern die bestmögliche Qualität bieten möchten. Der PC hat auch noch locker genug Leistungsreserven, um gleichzeitig ein Video rendern und dabei ein Spiel flüssig zocken zu können. Vergesst auf keinen Fall meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Der Computer wurde mir freundlicherweise von Hyde Computers kostenlos für diesen Test zur Verfügung gestellt, weshalb das Video auch als Werbung gekennzeichnet ist. Ein Link zur Webseite der Firma Hyde Computers ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort werden Gaming-PCs in allen möglichen Preisklassen angeboten. Auf der Seite seht ihr zudem zu jedem PC einen FPS-Counter zu sämtlichen Spielen. Die PCs von Hyde Computers zeichnet ein schönes RGB-Gehäuse mit gleichzeitig viel Leistung zu einem sehr guten Preis aus. Anders als bei anderen Fertig-Gaming-PCs bekommt man hier keinen Technik-Schrott angeboten, sondern jedes Bauteil ist Markenware. Ich kenne zumindest keine andere Seite, die so gute RGB-Fertig-Gaming-PCs gleichzeitig zu so günstigen Preisen anbietet. Abonniert auch gerne den Newsletter auf der Webseite von Hyde Computers, damit ihr immer direkt erfahrt, sobald ein PC lagernd ist. Den Newsletter aktivieren könnt ihr ganz einfach, wenn ihr auf die Webseite geht. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Dort kann man dann bei dem Pop-Up-Fenster seine E-Mail-Adresse eingeben und wird direkt benachrichtigt, sobald dein PC lagernd ist. Selbstverständlich kann der Newsletter jederzeit wieder abgestellt werden. Kommen wir zum Test und Review des AMD HC 1500. Wie bereits vorhin im Video schon erwähnt, wurde mir der PC kostenlos für den Test zur Verfügung gestellt und ich konnte ihn daher ausgiebig testen. Besonders positiv aufgefallen sind mir die unzähligen RGB-Komponenten. Selbst der RAM und die Grafikkarte oder der CPU-Lüfter hat RGB-Beleuchtung. Er sieht dadurch einfach extrem modern und gut aus. Der AMD HC 1500 Gaming-PC hat ein schwarzes Gehäuse mit Sichtfenster und wie gesagt besonders viel RGB-Beleuchtung. Besonders die drei RGB-Lüfter in der Front stechen direkt ins Auge. Die RGB-Lüfter des PCs sind während des Normalbetriebs extrem leise und daher kaum hörbar und selbst unter Last beim Spielen noch extrem leise. Bei dem Gehäuse handelt es sich um das Silentium PC Signum SG1XTG mit 4 RGB-Lüftern. Davon sind 3 Lüfter vorne und 1 Lüfter hinten. Als Prozessor ist der AMD Ryzen 5 5600X mit 6x3,7 GHz verbaut. Und der Prozessor hier hat auf jeden Fall genug Leistungsreserven für die nächsten Jahre. Durch den verbauten AMD Ryzen 5 5600X Prozessor mit ARM4-Socke kann zudem problemlos der Prozessor in Zukunft noch aufgerüstet werden, ohne zwingend ein neues Mainboard kaufen zu müssen. Als CPU-Cooler kommt der Xsilence M704 120mm PWM RGB-Lüfter zum Einsatz. Das Mainboard ist das MSI B550 Gaming Plus. Da das Mainboard kein WLAN unterstützt, empfehle ich euch den folgenden USB-Stick hier. Der kostet gerade einmal knapp 18 Euro auf Amazon und der Link zum Kaufen ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mit diesem USB-Stick könnt ihr dann problemlos WLAN verwenden. Als RAM sind 16 GB DDR4 Corsair Vengeance RGB-RAM mit 3200 MHz verbaut. Die Grafikkarte ist die Nvidia GeForce RTX 3060 OC mit 12 GB Videospeicher. Die Grafikkarte sollte auf jeden Fall auch für die nächsten Jahre locker ausreichen. Als SSD kommt eine superschnelle 512 GB Adata SX 8200 Pro mit 3350 MB pro Sekunde Lesegeschwindigkeit zum Einsatz. Die SSD sollte mit 512 GB auf jeden Fall für sämtliche Programme und auch einige Spiele ausreichen. Zudem ist auch noch eine 1 TB Seagate Barracuda HDD verbaut mit 7200 RPM. Und dort können dann zum Beispiel Bilder oder auch Spiele abgelegt werden. Die HDD dient dann natürlich hier als Massenmedium einfach mit 1 TB. Das Netzteil ist ein 550 Watt Corsair Vengeance Series 80 Plus Bronze Netzteil. Daneben hat der PC am Mainboard noch 3x USB 3.2 Anschlüsse, einmal USB-C 3.2 und zweimal USB 2.0. Vorne an der Front sind dann noch zweimal USB 3.0 Anschlüsse. Außerdem hat der PC natürlich noch Audioanschlüsse sowie einen LAN-Anschluss. Als Displayanschlüsse hat der PC 3x DisplayPort und 1x HDMI. Wie bereits vorhin schon im Video erwähnt, gibt es zu jedem PC einen FPS-Counter auf der Seite von Hyde Computers. Und in Half-Life Alyx wurden zum Beispiel hier 96 FPS im Schnitt auf mittleren Einstellungen erzielt, in COD Warzone 133 FPS auf Ultra-Einstellungen. Das ist auf jeden Fall extrem krass, also 133 FPS in COD Warzone auf Ultra-Einstellungen, das ist auf jeden Fall, also das muss man erstmal toppen. In Cyberpunk 2077 hat man 112 FPS im Schnitt auf hohen Einstellungen, in Fortnite erzielt man im Schnitt 152 FPS in Ultra-Einstellungen, in GTA 5 erzielt man 136 FPS im Schnitt in Ultra-Einstellungen, in Assassin's Creed Odyssey erzielt man 126 FPS in hohen Einstellungen, in PUBG erzielt man im Schnitt 66 FPS auf Ultra-Einstellungen,
In COD Modern Warfare erzielt man 154 FPS in Ultra-Einstellung und in Need for Speed Heat erzielt man 110 in Ultra-Einstellung. Also ihr seht, man erzielt eigentlich in fast allen Spielen über 100 FPS in Ultra-Einstellung. Das ist auf jeden Fall extrem krank und ich würde sagen, das bestätigt auf jeden Fall nochmal die brachiale Leistung hier von dem PC. Ich habe auch einige Spiele hier getestet und kann auf jeden Fall hier die versprochenen FPS bestätigen. Natürlich gibt es immer geringe Abweichungen und noch hier zur Info, also getestet wurden die Spiele hier in 1080p und mittleren bis Ultra-Einstellung. Und die FPS-Angaben sind natürlich trotzdem ohne Gewähr, natürlich kann es hier geringe Abweichungen geben. Aber ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass man im Schnitt ungefähr auf diese FPS hier kommt. Es gibt zudem auch noch hier eine Intel-Variante von dem PC. Und bei dem PC kommt der Intel Core i5 10600K mit 6x 4,1 GHz zum Einsatz. Und der Preis ist hier bei beiden Versionen gleich. Derzeit gibt es auch noch ein limitiertes Angebot bei der Intel-Variante. Zwar ist dort anstatt der Nvidia GeForce RTX 3060 derzeit eine RTX 3060 Ti verbaut, ohne Aufpreis. Allerdings sind nur zwei PCs hiervon auf Lager und wie gesagt trifft das auch nur bei der Intel-Variante hier zu. Wie gesagt sind aber nur zwei PCs hiervon auf Lager. Sobald die zwei PCs dann verkauft wurden, ist dann wieder ganz normal hier die RTX 3060 verbaut. Sobald es eine bessere bzw. günstigere Alternative zu diesem PC gibt, werde ich natürlich ein neues Video hochladen. Vergesst daher auf keinen Fall meinen Kanal zu abonnieren, um auf dem neuesten Stand zu sein. Hyde Computers bietet außerdem noch folgende Services kostenlos zu jedem gekauften PC an. Windows 10 ist vorinstalliert, aktiviert und einsatzbereit. Man erhält 3 Jahre Garantie inklusive Pickup und Return Service. Und kleine Ratenzahlung ist ebenfalls problemlos möglich. Der Preis beträgt derzeit 1599 € bei Hyde Computers. Und der PC ist auch derzeit von 1649 € runtergesetzt. Ja und falls euch der PC doch zu teuer ist, ich habe auch bereits PCs in den Preisklassen 1300 €, 1000 € und 600 € vorgestellt. Die Videos sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr Interesse an dem PC habt, ein Link zum Kaufen bei Hyde Computers ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls du jetzt noch einen passenden Gaming-Monitor suchst, ich habe letztens ein Video zu einer Monitorkaufberatung in allen möglichen Preisklassen hochgeladen. Wenn du mehrere Monitore mit deinem Computer verbinden willst, schau dir auch gerne mein Video hierzu an. Ein Link hierzu ist ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und würde sagen, ciao, bis zum nächsten Video.